Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Frostpunk. Dieses Mal hat das ganz gut funktioniert bei meinem Speicherstand, weshalb wir auch genau hier wieder weitermachen werden, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir sind mittlerweile am Anfang unseres dritten Tages in der Eishöhle. Wir sind dabei, unsere Signalstation aufzubauen. Wir haben 9 Kranke, wir haben einen saumäßigen Hunger und unser Speisehaus wird morgen früh eröffnet. Das war der letzte Stand der Dinge. Da schauen wir jetzt einfach mal, wie es weitergeht. Wir werden jetzt mal noch bis 4 Uhr den Overdrive anlassen. Mal zusehen, wie viele Leute dabei jetzt noch krank werden. Ich hoffe nicht allzu viele. Dadurch, dass wir dieses Mal eigentlich nahezu keine Notfallschichten haben, sind die einzigen, die jetzt gefährdet sein sollten, die Obdachlosen und diejenigen, die jetzt gerade hier draußen unsere Signalstation aufbauen. Also mit ein klein wenig Glück haben wir unser Krankheitsrisiko minimiert. Sogar die Obdachlosen haben es komfortabel. Das passt. Ja, wir haben 2 Kranke bekommen, ehrlich. Wahrscheinlich sind das die Lumpen, die halt hier rausgeholt werden. Gutes Ding. So, wir haben 76 Holz. Wir haben zwar keine 5 Arbeitskräfte, die frei haben, aber das können wir gleich regeln. Wir werden jetzt erstmal alle zum Arbeiten schicken und dann nur 5 Leute, die aktuell krank sind, am besten noch nicht in Behandlung, auf Tour schicken, weil wir wissen ja alle, wie gut frische Luft für die Genesung ist und das gibt überhaupt keinen Grund, warum die unsere Krankenbetten belegen sollten. Hier sind alle Kranken in Behandlung. Hier haben wir einen Kranken zu Hause. Hier haben wir einen Kranken zu Hause. Irgendwo müsste jetzt noch ein Kranker sein, der sich ausruhen geht. Der arbeitet nicht, der gute George. Er hier arbeitet auch nicht. Und die Sarah, die arbeitet an den Holzkisten. Wieso habe ich dich nicht gesehen? Kann ich dich hier auch entlassen? Das wäre gar nicht schlecht. Aber nicht. Okay. Sarah, da bist du. Gut. Und dann nehmen wir uns noch 2, die in Behandlung sind. Wir können ja mal gucken, ob wir unter Umständen mal irgendwo sehen, in weniger als einer Stunde, in 2 Stunden. Der ist erst auf dem Weg zur Behandlung, das ist doch gar nicht schlecht. Den lassen wir hier. Aha, ach ja, ich muss den jetzt erstmal. An der Sammelstelle arbeitet der Alexander Haddock. Jawohl, weg mit dir. Und dann haben wir noch eventuell einen Patienten, der 23 Stunden noch braucht. Der Harvey, der auch bei den Holzkisten arbeitet. Der Holzkisten-Harvey, den entlassen wir auch. So, und damit haben wir 5 Kranke, die wir aus unseren Krankenlagern entfernen und in die Pampa schicken wollen. Zusammen mit 40 Holz, damit die sich ein Lagerfeuerchen machen können. Auf geht's zur Expedition, weg mit euch. So. Wir haben 5 Kranke, die uns zwar angezeigt werden, die aber unterwegs sein sollten. Wir haben 8 Kranke in Behandlung. Das heißt, wir haben keine Kranken, die uns irgendwo hier rumstehen und noch kränker werden. Das heißt, mit ein bisschen Glück haben wir morgen früh keine Kranken. Also übermorgen früh. Wir werden sehen. Was meckert ihr? Leute, es geht halt einfach nicht anders. Da müsst ihr jetzt wirklich durch. Das keine Notfallschichten. Das sind ja die verlängerten Schichten, oder? Aber es arbeitet doch gar niemand mehr über Nacht. Na gut, machen wir das eben. Na doch, es ging um die Notfall. Na, okay, ärgerlich. In dem Fall haben wir jetzt quasi 3 Tage, die wir mit normalen Schichten überbrücken müssen. Bereit zur Suche. Wir brauchen einen Erfolg. Schön. Und dann schalten wir um 4 Uhr wieder unseren Overdrive aus. Die Anzahl der Kranken hat unseren Behandlungsrahmen noch nicht gesprengt, das ist gut.
Unser Speisehaus ist aufgebaut, bewirtet mit Suppe und wird um 8 Uhr anfangen, in Betrieb zu gehen. Die Werkstatt ebenso. Das heißt, bis 8 Uhr passiert jetzt erstmal noch gar nichts. Bis 8 Uhr können wir theoretisch vielleicht ein Häuschen aufbauen. Es sind noch 2 Stunden, wo alle unsere Arbeiter fleißig sein könnten, wenn sie wollten. Oder wir könnten eine Jagdhütte bauen. Nee, die Jagdhütte bauen wir, glaube ich, erst am 4. Tag. Das reicht uns, glaube ich, noch. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir alle ein Zelt bekommen, damit über Nacht nicht mehr so viele krank werden. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal 2 Zeltchen auf. Das geht noch. Leider gehen keine 4, aber die 3, die haben wir dann zumindest schon mal stehen. Ja, da schau her, die Kranken werden gerade wieder gesund. Jetzt haben wir schon nur noch 5 Kranke, das ist doch wunderbar. Schön, Kohle wird abgebaut. Wir haben gleich 8 Uhr. Es ist noch nicht bitterkalt, das heißt, ab 8 Uhr werde ich den Generator dieses Mal nicht vergessen abzuschalten, sondern inaktiv setzen. Wunderbar. Es sollte eh keiner mehr vom Generator rumliegen. Schön. Sobald wir unser benötigtes Holz haben, bauen wir das nächste Zelt auf. Und das wird wahrscheinlich erst morgen früh, heute Abend aufgebaut werden. Aber das brauchen wir bis dahin auch noch nicht. Aber wir haben es jetzt erstmal in der Planung, das ist gut. Danach sind alle unsere Obdachlosen versorgt, zumindest so lange, bis unsere Späher die Expedition erreichen. Dann werden natürlich wieder ein paar Leute dazukommen. Unsere Späher sind auch gerade dabei, gesund zu werden, das ist ja wunderbar. Ich sage ja, frische Luft, das hilft einfach. Wir sollten nicht hier in dem Krater rumsitzen. Wir sollten alle unsere Kranken einfach in die Pampa schicken, gut ist. So, wie machen wir denn weiter? 17 Holz und 13 Stahl. Warten wir jetzt erstmal darauf, dass unsere Forschung fertig wird. Damit wir nachher auf jeden Fall weiter forschen können und nicht irgendwie mit Ressourcenknappheit auf die Nase fliegen. Die Stahltrümmer sollten möglichst bald mal abgebaut sein. 8 Stunden, ja, das wird heute nichts mehr, aber morgen dann. Die Kohle könnte was werden. Wir müssen uns überlegen, wo wir die Herren dann hinschicken. Wir könnten eigentlich tatsächlich eine Sammelstelle für Kohle aufbauen, wenn es jetzt eh so kalt wird. Dann sind die, glaube ich, froh, wenn sie nicht frieren müssen. Überlebende, die wir zur Stadt eskortieren oder schicken? Was tun wir? Schicken wir sie zur Stadt. Ich glaube, ich möchte lieber noch ein Stückchen weiter und möchte die Ressourcen einsammeln. Es ist eine harte Zeit, aber ihr schafft das schon. In 14 Stunden sind sie da. Im Idealfall kämen 36 Leute hier an, sehe ich das richtig? Aber ich glaube nicht, dass es alle schaffen werden. Das heißt, wir brauchen mal, ich gehe mal von 3 Zelten aus. Im blödesten Fall haben wir dann halt ein paar Obdachlose. Im besten Fall soll es sich ausgehen. Für 3 Zelte und für diese kalte Zeit werden wir schauen, dass wir hierher eine Wärmezone bauen, damit wir das Speisehaus weiter bedienen können und die neuen Einwohner warm halten können. Jetzt bauen wir uns aber erstmal eine Sammelstelle hier raus, wie wir es gesagt hatten. Ich würde mal sagen, hier würde die ganz gut hinpassen. Ja. Jetzt ist nur noch zu überlegen, wie ich meine Straße dahin baue. Wie gesagt, ich bin echt kein großer Fan davon, so Kreuz- und Querstraßen zu bauen, aber wir müssen auch mit einkalkulieren, dass die Häuser, die wir dann hier in die nächsten Reihen bauen werden, natürlich nicht parallel mit der Linie enden werden und wir dann am Ende irgendwo halbe Bauplätze haben, die wir nicht mehr benutzen können, was halt mega ärgerlich ist. Das heißt, ich glaube, ich tendiere dazu, ach nee, im blödsten Fall reißen wir die Straße einfach wieder ab und bauen sie neu. Wir bauen jetzt erstmal hierher die Sammelstelle und bauen eine straight die Straße raus. Wir müssen nicht komplizierter denken, als es braucht. Wir haben wieder Zeit für neue Gesetze und wir schauen mal, dass wir Richtung Overcrowding kommen.
Das heißt, wir wollen jetzt erstmal wieder die Lebenserhaltung oder die radikalen Behandlungen. Ich bin für die Lebenserhaltung und ich hoffe, dass wir tatsächlich nicht so brutal viele schwer Kranke haben werden. Wobei wir uns auch überlegen könnten, ob wir unter Umständen vielleicht die Kinder zum Arbeiten schicken. Weil das nochmal 15 Hände sind, die irgendwo sammeln können, ohne dass sie dabei verletzt werden. Und gleichzeitig sind das 15 Arbeiter, die wir zu Jägern umerziehen können. Und dann schicken wir hier jetzt erstmal Kids her. Dann schicken wir hier. Ja. Warum nicht? Aber ne. Schicken wir sie zum Schal. Dann ist der vielleicht auch noch zeitig fertig. Dann haben wir noch 7 zur Verfügung. Oh. Wollen wir das anders machen? Nee, das passt so nicht alles. Hier schicken wir noch die restlichen 7 her. Hier schicken wir noch einen her. So schön. Ich kann's vergessen, dass wir den hier vorher auf Tournee geschickt haben. Deswegen waren da jetzt nur 9 von 10 am Arbeiten. Das ist ein Fehler, der mich hoffentlich später nicht allzu schwer zu stehen kommt. Also. Gut. Gut. Ah, wir haben keine Nahrung mehr umzuwandeln. Das heißt, wir können auch aus dem Speisehaus unsere Leutchen abziehen. Ich weiß nicht, ob da einer arbeiten muss, damit das Essen ausgegeben wird. Aber lassen wir mal sicherheitshalber einen da. Das schadet nicht. Jetzt können tatsächlich die Arbeitsplätze aus hier, ha? Super laut. Dann sammeln doch bitte einfach hier weiter Holz für mich. Das ist gut. Was ist denn für Jäger ist gebaut? Wunderbar. So, wir haben 24 Holz, das heißt, es reicht leider nicht für die Reisbretter. Für die brauchen wir, glaube ich, 50. Jawohl. Wir können uns überlegen, ob wir eventuell schon mal in eine weitere nützliche Forschung investieren, und zwar die Dampfzentren. Die holen wir uns. Sehr, sehr gut. Die Kohlehaufen sind erschöpft. Das heißt, wir haben jetzt erstmal nichts, was Kohle sammelt, aber wir werden umso schneller hier unsere Sammelstelle gebaut haben. Und dann schicken wir hier einfach ein paar Mannequins her. Oh, das ist schön. Das heißt, wir haben nochmal 15 Leute weniger, die irgendwo in der Kälte rumstehen, wenn es dann kalt wird. Wir könnten theoretisch hier noch versuchen, den Stahl abzubauen. Mit 2 Stunden. Ja, das will eh nichts mehr. Die bauen jetzt erstmal hier brav. Hoffe ich zumindest. Nein, sie gehen jetzt natürlich erstmal essen. Ich bin wahnsinnig dagegen. Ich möchte, dass sie bitte bauen geht. Können wir uns darauf einigen? Wir können auch ein Kind hier arbeiten lassen, das ist in Ordnung. Essen ausgeben, Kinderarbeit. Gut, wir haben nach 18 Uhr. Das heißt, wir werden mal wieder unseren Generator langsam anheizen. Und so gegen 8 werden wir wieder in den Overdrive gehen. Wir haben dieses Mal keine Obdachlosen, das heißt, die Anzahl unserer Kranken sollte sich wirklich in Grenzen halten. Die Hungrigen werden jetzt weniger, dadurch, dass sie jetzt viele zum Essen können. Wir haben 30 Arbeiter, die noch nichts zu tun haben. Das ist mir persönlich zu viel. Können wir uns denn schon Jägerhütten bauen? Ja. Da tun wir das doch. Die Jagdhütten, die baue ich gerne hier rüber. Das geht sich platztechnisch auch super aus in der 4. Reihe. Sehr schön. Und dann können wir hier 15 Leute arbeiten lassen, hier 10. Ja, und dann hat sich das eh schon wieder relativ erledigt. Dann können wir hier noch 5... Ah nein, können wir nicht. Morgen früh wird es kalt. Das heißt, die sollten wir jetzt alle abziehen. Denen wird es morgen zu frisch. Ich hoffe, dass in der Sammelstelle das einigermaßen kuschelig bleibt.
um 2 Stufen wird es absinken, also wird es vermutlich kühl werden. Das sollte überlebbar sein. Unser Dampfzentrum bekommen leider nicht fertig bis dahin, aber unser Speisehaus ist jetzt ja auch erstmal eher nutzlos. Von daher, sobald alle gegessen haben, werden wir da den letzten Arbeiter rausziehen. Und dann wird da auch niemand krank über diese Kältepassage. Schön. Wir wollen hier auf alle Fälle die Kids arbeiten lassen. Bin ich schwer dafür. Verändern wir hier mal nicht die Arbeitergruppen. Dann kommen wir nachher vielleicht ein klein bisschen besser zurande. Das eine Kind, das schicke ich dann gleich, sobald es im Speisehaus fertig ist. Wir können jetzt auch einen Arbeiter reinsetzen, dann können wir das gleich umbauen. So. Ordnung muss sein. Dann dürfen die nämlich hier brav Kohle pflücken, das passt. Wir haben 15 Leute in der Jagdhütte, die werden bis morgen früh auf alle Fälle ein bisschen Futter anschaffen, das ist auch nicht schlecht. Dadurch haben wir unser nächstes Goal. Die Signalstation und die Werkstatt haben wir tatsächlich auch schon gebaut, da waren wir ein bisschen vor der Zeit. Jetzt müssen wir auf die Überlebenden warten. Ich hoffe, dass es 20 von denen schaffen. Sonst wird es knapp mit dem nächsten Ziel. Aber auch das sollte in 3 Stunden dann erfüllt sein. Wir haben leider sehr, sehr wenig Holz und wir haben den Overdrive vergessen. Schande. Sehr, sehr wenig Holz, das heißt, wir können jetzt auch nicht anfangen zu bauen, aber wenn dann unsere Expedition, unser Spähtrupp nachher kommt, dann sollte der eventuell einen Haufen Holz dabei haben, wodurch wir dann alles nachholen können, was wir bis dahin verpassen. Bisschen ärgerlich finde ich es, dass wir leider keinen dritten Sammelposten hier aufbauen können. Der wäre nützlich, aber man kann eben nicht alles haben. Unsere Späher sind angekommen, finden hier Essen, Dampfkerne und Holz. Wunderbar, die nehmen wir mit. Von hier aus packen wir es wieder zurück. In 10 Stunden sind sie hier, das heißt 9 Stunden Differenz. Das kriegen wir hin. Aber natürlich kommt ihr mitten in der Nacht an. Das weiß ich nicht, ob ich das gut heiße, aber bleibt uns auch nichts anderes übrig. Gut, angekommen. Natürlich werden wir nach anderen suchen, aber sonst nichts zu tun. Ja, 35 Hungrige, die müssen jetzt leider noch ein bisschen zurechtkommen. Ah, apropos. Die 4 Nahrung werden hoffentlich gleich verteilt. Und danach muss ich meinen Arbeiter abziehen. Finde eine andere Besiedlung. Werden wir. Hoffentlich. Häuser können wir gar keine bauen. Warum esst ihr nichts? Seid ihr zu müde zum Essen oder was stimmt nicht mit euch? Ich hoffe, ihr esst bald, weil erst dann in ein paar Stunden wird das Speisehaus dicht gemacht. Den Overdrive machen wir gleich mal wieder aus. Leider nicht mehr genug Holz, um jetzt noch eine Jagdhütte zu bauen, um da vielleicht noch ein paar uns Wurst hinschicken zu können. Oh, wir haben noch ein Kind. Los, esst schneller. Der wird hier dicht gemacht. Riskiere nicht, dass mein Arbeiter hier krank wird, nur weil ihr zu langsam am Futtern seid. Jawohl. Damit haben wir das Problem gelöst. Die beiden Gebäude sind mir wurscht, was Temperatur angeht. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, bei minus 40 Grad, wie kalt werden die Sammelstellen. Die werden kalt. Kalt ist kalt. Kalt ist zu kalt. Das ist ärgerlich. Oh, und hier arbeiten noch Leute. Nein, bitte nicht. Das ist ja grausig. So, wir haben eine Menge Arbeitslose. Und leider noch keine Ressourcen. Wir müssen noch 5 Stunden warten und dann können wir erst wieder anfangen, unser Potenzial voll auszuschöpfen. Ich bin gespannt, wie unsere Werkstatt, aber die ist jetzt im Offline-Modus kühl.
Die sollte, sobald sie aktiv ist, eigentlich wärmer werden. Wir haben Zeit für ein neues Gesetz. Dadurch, dass unsere Kinder jetzt arbeiten. Kinderarbeit, alle arbeiten, könnte man sich überlegen. Nicht, weil es sinnvoll ist, die in irgendwelche Fabriken zu stecken, sondern weil das auch bedeutet, dass Kinder anfangen, beim Bauen zu helfen. Und das ist gerade, wenn man mal ein bisschen viele Arbeiter gerade verplant hat, tatsächlich nützlich. Aber das Gesetz ist mir momentan, was Unzufriedenheit und Hoffnung angeht, einfach viel zu drastisch. Ich denke, ich werde jetzt eher mal in die Richtung tendieren, dass ich sage, ich schaue mal, was die Lebenserhaltung so kann, damit wir unsere Schwerkranken, falls wir welche kriegen, in Behandlung geben können und dass wir Richtung Überfüllung gehen können. Da wir jetzt echt mehr Leute bekommen werden und natürlich auch mehr krank über Nacht. Schön. Soweit, so gut. Das Ausrufezeichen hier haben wir, weil die Produktion steht, weil zu viele Probleme auf einmal sind. Und das Größte davon ist die Kälte. Aber auch da können wir erst das dagegen tun, sobald wir unsere Dampfzentren erforscht haben und unsere Ressourcen bekommen haben. Leider haben wir jetzt momentan überhaupt keinen Stahlgewinn. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wir haben noch 34... Ach doch, wir haben einen Stahlgewinn durch unsere Sammelstelle, Gott sei Dank. Das heißt, wir werden mit 70 Stahl insgesamt jetzt auskommen müssen, bis zumindest es ein bisschen wärmer wieder wird in 4 Tagen. Mal sehen, wie wir da zurechtkommen. 5 Leute sind am Verhungern. Ich hoffe, dass unsere Jäger jetzt dann bald mal ein bisschen Futter herschaffen. Sobald unser Dampfzentrum dann steht, können wir wieder Essen produzieren. Und sobald wir Essen produzieren können, sollte hoffentlich der Verhungernde zuerst sein Essen kriegen, wir werden sehen. Ansonsten müssten wir über Friedhofsgesetze nachdenken. Schön. Spulen wir ein kleines bisschen vor, wir können jetzt gerade eh nichts tun. Es wurde jemand krank. Warum wurde jemand krank? Aha. Schlechte Essensqualität. Ja, okay. Tut mir leid, aber da haben wir momentan wirklich größere Sorgen als die Qualität unserer Suppe. Sehr schön, wir haben Holz, wir haben Essen. Ach ja, ich hab's vergessen, wir haben ja Essen. Die bringen uns ja Futter mit. Das heißt, unsere Verhungernden werden jetzt auf alle Fälle nicht mehr verhungern. Das ist angenehm. Dann gehen wir wieder zurück zum robusten Schutzraum, weil wir da schon mal waren. Das heißt, die Ankunftszeit wird erheblich kürzer sein, als wenn wir direkt hier rauslaufen. Und vom Schutzraum aus gehen wir dann weiter. Schön, das freut mich jetzt. Jetzt hoffe ich, dass... Ja, wunderbar. Sie essen sogar, wenn niemand da angestellt ist. Das ist einwandfrei. So, das heißt, wir können auch unser Holz jetzt nutzen, um Jagdhütten zu bauen, bevor ich hier endgültig verschlafe. Wir bauen mal eine zweite. Da die halt 15 Arbeiter brauchen, muss ich mir überlegen, wie viele ich da davon entbehren kann. Dann werden wir auf alle Fälle noch eine Sammelstelle hier rausbauen. Tun wir das. Mit 250 Watt. Wir könnten die theoretisch jetzt zum Stahl hersetzen. Und da wir die bei der Kohle jetzt, glaube ich, erstmal noch nicht brauchen. Oh, apropos Kohle, ich muss meinen Generator wieder abschalten. Eieiei, dass ich das immer vergesse. Gut, okay, also wir setzen mal hierher. Macht das Sinn? Ja, wir brauchen Stahl. Kein Wert. Wir können die nachher immer noch abbauen, also sind es nicht zu sehr verschwendete Ressourcen. Das ist in Ordnung. So, wenn wir hier eine Straße bauen, brauchen wir theoretisch hier keine, sondern hier wieder eine. Alles klar. Gut. Generator machen wir aus, wie wir es gesagt haben. Ey, es waren jetzt einfach 6 Stunden, die ich komplett verschwendet geheizt habe. So was Blödes. Dann bauen wir Häuschen für unsere Obdachlosen. 35 Stück, da brauchen wir 4 Häuser. Die würde ich tatsächlich hier rauswärts bauen. Dann wollen wir die hier unser Wohngebiet ansiedeln. Ich denke mal, wir werden es hier erst. Dann kriegt auch unser Speisehaus von dem Dampfzentrum was ab.
Hoffe ich zumindest. Ja. Macht das Sinn, die so aufzubauen? Nein, macht's nicht. Dann macht's gar keinen Sinn. Bauen wir eben doch Zickzackstraßen, warum auch nicht? Ich denke, das wäre okay so. Jetzt schauen wir mal, wenn wir unser Dampfzentrum erforscht haben, ob das ausreicht, hier noch für beheizbare Speisehäuser zu sorgen. Ah, das ist ein gutes Argument, warum wir das nicht abschalten dürfen. Unserem Krankenhaus wird es zu kalt in dem Fall. Gut, okay, haben wir verstanden. Machen wir nicht. Ja, baut mal tüchtig, das ist eine gute Idee. So, dann können wir hier mal unsere Union reinsetzen. Dann haben wir genau eins zu wenig. So was Ärgerliches. Hätte ihr nicht ein Kind mehr mitbringen können, nur eins? Das mag ich nicht. So. Dann schicken wir 15 Arbeiter zum Jagen. Das ist auch fein. Immer noch ein bisschen zu wenig zu arbeiten für die Herren. Das ist ein bisschen schade. Aber ich kann die unmöglich in die Kälte rausschicken. Das geht nicht. Die werden mir hier eiskalt erfrieren. Die verlieren hier Gliedmaßen und werden schwer krank. Und das möchte ich nicht. Wir haben 18 Uhr. Generator ist sowieso an. Um 20 Uhr werden wir einen Overdrive einsetzen. So, das nächste. Wir möchten natürlich, dass unsere Unterkünfte beheizt werden. Es wird es auch in den nächsten Tagen nicht viel kälter werden. Und wir haben vor, das Dampfzentrum zu bauen. Das heißt, wenn uns die Kohle nicht ausgeht, dann haben wir theoretisch die Möglichkeit, alle Unterkünfte zu beheizen. Und das würde heißen, dass wir einen großen Hoffnungsbonus kriegen. Und ich glaube, auf den möchte ich es mal anlegen. Das probieren wir aus. So, das heißt, innerhalb der nächsten 2 Tage sollten wir alle 12 Unterkünfte in die Wärmezone bekommen. Und dann mindestens erträgliche Bedingungen. Das war dumm von mir. Oh, das war richtig dumm von mir. Weil wir die danach nämlich 2 Tage lang auch noch beheizen müssen und auf diesem Niveau halten müssen. Okay, das kostet uns jetzt eine Menge Hoffnung. Wir werden sehen, was, ob uns das Kreuz bricht oder nicht. Oh, das ist 8 Uhr. Wir schalten auf jeden Fall mal den Overdrive ein. Die Unzufriedenheit sinkt ein wenig. Wir haben nur 4 Kranke, das ist sehr angenehm, aber es werden auf alle Fälle jetzt noch mal ein paar mehr werden, weil es in den Unterkünften halt leider kalt ist. Und dadurch, dass nicht mehr geforscht wird, kriegen wir auch kein Dampfzentrum vor morgen früh. Jetzt ist die Frage, ob wir nicht lieber 40 Obdachlose in der Wärme haben, als 4 Leute in kalten Zelten. Ja, das machen wir. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Wir setzen hier mal die Zelte aus. Wir halt mal einen Obdachlosen zu greifen bekommen würden, dann wüssten wir auch. Hier. Kühn. Ja, der hat es hier tatsächlich besser am Generator als in seinem Zelt. Das heißt, diese Nacht dürft ihr noch im Generator schlafen, so leid mir das tut, aber nächste Nacht habt ihr dann kuschelig warme Zelte zur Verfügung, versprochen. Gut, es passiert jetzt eh nichts mehr über Nacht. Ich hoffe, wir bekommen nicht mehr als 6 Kranke über Nacht. Wir werden sehen. Unser Speerteam kommt gleich bei der Location an, an die wir sie geschickt haben, aber das müssen wir nicht abwarten. Wir wollen ja eh weiter. So, und wir haben Mitternacht. Mitternacht bedeutet, wir haben wieder 2 Tage geschafft, wir haben sogar 3 Tage geschafft. Nein, wir haben 2 Tage geschafft.
Wir machen wieder eine kleine Pause an der Stelle und beim nächsten Mal geht es genau hier wieder weiter. Danke fürs Zuschauen, habt noch eine gute Zeit, bleibt warm. Bis zum nächsten Mal.